Hallo liebe Leute und herzlich willkommen hier zurück bei Let's Play Tales of the Abyss. Ich bin wieder mitten in den Sauruinen. Bin schon mal ein bisschen vorgegangen, sprich, wir befinden uns vor den Steinen, die uns den Weg versperrt haben, die wir jetzt eigentlich mit Hilfe von Muse, neuer Kraft, zerstören sollen können. Könnten, sollen, machen, tun. Ja, und wie ihr seht, geht's, wenn ich mich da vorstellen würde. Ja. Steine kaputt. New awesome. Alle beeindruckt. Oder? Oder? Ne? Ich schätze mal schon. Zumindest ich wäre beeindruckt, wenn so ein kleines Ding so Perk macht und alles kaputt. Das beschreibt diesen Attack am besten. Ja. ナタリアさんは優しいですな。本当ね。少しは見習ったら。うるせえな。おい、早く来いよ。こういうところは似てますね。誰にですか？ナタリアに。まあ、失礼ですわ。 Beide eingeschnappt. Klasse. Das nenne ich doch mal Partyzusammenhalt, Leute. Hora, hayaku ikimasu wa yo. Aber ja, Mew ist schon ziemlich awesome. Und jetzt bin ich vergiftet. Das ist schlecht, denn ich meine, ich habe nichts mehr, um mich davon zu heilen. Na gut, physischen Angriff kann ich erhöhen von mir. Aber ja, ich dürfte jetzt sehr wahrscheinlich gearscht sein, was das angeht. Ja, könnte man so sagen. Ja, ich dürfte gearscht sein. Ja, ich bin gearscht, was das angeht. Naja. Ja, das war ein Aufwärtsbock. Gut. Aber da. Raskar. Was ich natürlich ausprobieren könnte, ist zu gucken, ob ich irgendetwas kochen kann, was das heilt. Ich glaube aber leider nicht. HP, HP, TP, TP. Nee, ich werde sterben. Ich werde sterben an einer pissigen Vergiftung. Das ist doof. Um es mal so zu sagen. Es ist unpraktisch. Ich sollte Geld farmen, damit ich mir Sachen kaufen kann, um mich von Vergiftung und sowas. Aber wer bitte schon hat schon mal von Fledermäusen gehört, die Vergiftung auslösen können? Keine Ahnung. Es erinnert mich ein bisschen an Final Fantasy 8. Hießen die Beißfliegen? Oder Beißgeschmeiß oder sowas. Naja, diese Gegner, die auf einem höheren Level gelernt haben, sogar den Charakter anzufurzen. Daran erinnert mich die. Weil ich das bei den Fliegen auch nie gedacht hätte, dass das passiert. Uah. War schon eine gute Überraschung wert damals, muss ich sagen. War interessant. Ich kann ihn in jedem Kampf heilen, das ist so... Das Gute ist allerdings, dass der einzige Charakter, der blöd genug ist, sich vergiften zu lassen, meiner ist. Das heißt, es gibt jetzt nicht irgendwie noch einen vergifteten Guy, den ich, um den ich mich kümmern sollte, oder eine vergiftete Tier. Nein, das ist einfach nur ein vergifteter Loop. Ja? Geht doch. Mit so einem Splash on the Face, da ist der Gegner dann besiegt. Ich weiß doch gar nicht, warum ich da jetzt reingeredet habe, ist ja auch egal. Oh, eine Panacea-Bottle, sehr schön. Nein. Ja. Kein Gift mehr, olle. Zumindest bis zur nächsten Begegnung mit Fledermäusen, in denen ich mich dann wieder vergiften lasse, weil ich ein Idiot bin. Was denn? Ach komm schon, das ist doch bescheuert. Das war's doch jetzt nicht mal wert. Eine Strifforte. Strifforte? War Strifforte ein CC-Core? Kann das sein? Ja, Strifforte. Strongly.
Ach, Angriffsstärke auf 3. Bei mir ist es 2 und 1. Boah. Die kann Guy haben. Guy kriegt die Strefforte. Das Schlimmste in der Welt. Das Schlimmste in der Welt? Das wären Pilze. Oder so. あのな、ナタリアよりはマシだぞ。そりゃ人類史上最悪の料理と比べればマシだよ。人類史上最悪で悪かったですわね。私だってこのままではいけないと思ってますのよ。でもなぜか食材の方が美味しく料理されるのを嫌がるんですわ。そりゃ食材を焚き火の中に放り込んだりしてれば炭にもなるよな。 Ja, das stimmt. Wenn man seine Zutaten einfach ins Feuer wirft, kann man nicht erwarten, dass da irgendwas Vernünftiges bei rauskommt. Ja, ich selber kann auch nicht gerade gut kochen. Ihr kennt doch bestimmt alle diese Toasty-Dinger, ne? Diese Toasty-Dinger habe ich... Wow. Okay. Damit habe ich mal beinahe meine Mikrowelle zerstört. Ja, genug davon. Das wird sonst peinlich nur für mich. Und das wäre nicht gut. Denn ich gucke mir meine Videos zwar nicht selber an, aber ich muss auch nicht peinlich. Mal wieder ein paar Level-Ups für die Gruppe. Und ich habe eine neue Art gelernt. Hier, Fangblade Rage. Eine sehr schöne Technik, wenn man den Gegner besonders weit von sich wegschleudern möchte. Falls man halt gerade genug von ihm gesehen hat, dass man ihn halt nicht in seiner persönlichen Nähe haben möchte. Ich werde es mal demonstrieren. Um diesen Gegner hier. Damit ihr auch ja seht, was es so für Techniken gibt. Na! Du doofes Viech. Okay. Das wird langsam ungemütlich. So. Und im Prinzip würde einen der letzte, würde der letzte Schlag das Fangblade ihn wegpusten. Das passiert hier natürlich nicht, weil im Prinzip werde ich gerade die ganze Zeit davon abgehalten, die Technik vernünftig auszuführen. Und ich muss mal kurz gucken, ich möchte das nämlich ein bisschen anders einrichten. Fangblade ist okay, das ist okay, Sonic Cross benutze ich nie. Gut. Nee, Sonic Cross benutze ich, was laber ich da eigentlich? Raging Blast benutze ich nie, meh. Sonic Frost ist okay und dann das, falls ich einen Gegner wegschleudern will. So, mein Gott. Sollte man immer gucken, dass man es so einrichtet, wie man es gerne selber haben möchte. Hier ist schon wieder Geröll, was von oben runtergefallen ist. Das ist unglaublich hier. Ein Carmine Chamber mal wieder. Carmine Chambers waren die roten. Da könnte man jetzt gucken, ich könnte zum Beispiel meinen Fangblade stärken, weil Fangblade eben eine tolle Technik ist. Und ich meine, warum auch nicht dann? Ja, da die Dinger vergiften mich nur. Ich liebe das. Steine? Was für Steine? Schon gefährlich, wenn man mitten in der Magie steht, die ein Gegner von sich gibt. Muss ich wirklich zugeben, ist nicht das, was man tun sollte. Ich habe keine Ahnung, wo es lang geht hier. Da geht's raus. Das ist vermutlich gut, aber ich habe ja noch nicht alles untersucht. Ja, und wenn mir eine Fledermaus entgegenkommt, dann ist das vermutlich auch besser so. Trotzdem möchte ich gerne alles untersuchen. Es können ja Schätze da sein. Und ich habe ja eine Breast Guard gefunden. Hier für Tier, sehr gut. Mehr Verteidigung means more Verteidigung. Yeah. Um es mal so zu erklären. Mehr Verteidigung bedeutet weniger Schaden. Weniger Schaden ist gut für meine HP. Und was gut ist für meine HP, ist im Endeffekt dann auch gut für meine TP, wenn man es so genau nimmt. Da fällt mir gerade ein, wir könnten uns mal ums Kochen kümmern. Um Abkürzung zu schaffen. Hier könnt ihr mal versuchen, ein Sandwich zu machen. So. Ja. Scheinbar ein hartes Sandwich bei rausgekommen, aber immerhin wurde ich dadurch geheilt, das ist nicht schlimm dann. So, Natalia darf nochmal heilen. Kostet aber auch eine Menge TP, muss man sagen. Funktioniert aber. Okay, hier ist... Da ist doch irgendwas. So, eine Lebensflasche gefunden. Oh ja, da war eine Kiste.
Sehr gut. Jetzt kann ich mit gutem Gewissen voranschreiten, denn ihr habt zumindest gesehen, was es hier noch für Schätze gibt. Fledermäusen gehe ich momentan kämpferisch, wie ihr sowieso gesehen habt, aus dem Weg, denn ich würde gerne durchkommen, ohne noch mehr Vergiftung zu erleiden. Aus dem einfachen Grund, dass ich keine Gegenmittel dafür habe. In diesem Fall diese Panacea-Bottles. Die besitze ich leider nicht, weil ich sowas nie einkaufe. Meine Spielweise kann manchmal ganz schön nerven. Aber das macht nichts, das macht nichts. Noch kommen wir ja ziemlich ohne Probleme hier durch. Jetzt sind wir schon ganz schön nette Ruinen. Die gehen ja auch ziemlich tief scheinbar. Und Kai und Jade leveln up, das ist doch wunderbar. Damit machen wir doch riesen Fortschritte, was das angeht. Vielleicht ein kleiner Nachteil der Fanblade, wie hieß es, Fanblade Rage Technik, ist es wohl, dass die Gegner dann für diesen Moment, ich sag mal, geschockt stehen bleiben. Also man kann sie nicht mehr umwerfen. Ist vielleicht ein bisschen doof. So, das ist zwar nur ein 11-Minuten-Part, aber ich mache jetzt hier einen Cut und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder als Let's Play Tales of the Abyss mit mir, den Kommentator. Auf Wiedersehen und tschüss, Leute!